Nach Verschiebungen und Absagen aufgrund der Bakterienkonzentration in der Seine konnten am Mittwoch endlich die Triathlonrennen durchgeführt werden. Die Französin Cassandre Beaugrand und der Brite Alex Yee gewannen Goldmedaillen in den Einzelrennen der Frauen und Männer. Die Gastgeber sind weit vorne im Medaillenspiegel. Der größte Verdienst gebührt dem Schwimmwunderkind Léon Marchand, der im Finale über 200 Meter Schmetterling der Männer seine zweite Goldmedaille bei Paris 2024 gewann. Im Tennis besiegte Novak Djokovic den deutschen Dominik Köpfer und sicherte sich einen Platz im Viertelfinale des Herren-Einzel. Der Spanier Rafael Nadal beendete seine Olympiateilnahme mit einer Niederlage im Herrendoppel, als er und Carlos Alcaraz gegen die US-Auswahl verloren. Eine außergewöhnliche Geschichte vom Schießen. Adriana Ruano gewann für Guatemala die erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Ruano begann ihre Karriere als Turnerin, aber nachdem sie sich mit 16 sechs Wirbel gebrochen hatte, wechselte sie zum Schießen. Im Finale am Mittwoch stellte sie sogar einen olympischen Rekord im Trabschießen der Frauen auf. Im Medaillenspiegel führt China mit 9 Goldmedaillen vor Frankreich und Japan mit 8. Die meisten Medaillen insgesamt konnten bislang die USA, nämlich 30, verbuchen, gefolgt von Frankreich mit 26. Deutschland im Medaillenspiegel auf Rang 10. In unserem Euronews-Medaillenspiegel, in dem wir die 27 EU-Staaten zusammengefasst haben, führt die EU mit großem Abstand vor China. Im internen EU-Medaillenspiegel führt Frankreich vor Italien und Deutschland.